So, das sind die Plastikfolien. Ganz interessant. Die kommen aus der Slowakei. Immerhin können sie auch ein bisschen was beitragen, die Slowaken. Plastikfolien, die unter die Wege kommen. Hier ist der Wald. Da die Sonne. Und da hinten stehen alle Räder still. Warum? Ah, ein bisschen weiter sind sie schon, ne? Mal gucken. Ja, heute ist der 6.2. Das Wetter geht einigermaßen. Ja, wollen wir mal hin, ne? Guck mal, das liegt hier einfach rum. Baustahl. Mitten auf der Straße. Ja, ist uns aufgefallen. Hier liegt so allerhand. Guck mal, liegt noch mehr. Da fahren die Laster rüber. Guck mal hier, das Stück da. Da gibt es mal einen Plattfuß, wenn man Pech hat. Ja, hier liegt auch noch mehr rum. Zum Beispiel, warte mal, da haben wir auch noch was. Und da haben wir noch einen Dübel. Wisst ihr wohl? Plastik liegt hier rum auf der Straße. Ja, das ist alles Bauschutt, zerhackt, der ganze Müll zusammen. Wird hier in die Natur gekippt, damit die Umwelt besser wird. Ja. Gut, jetzt gehen wir aber endlich mal los. Ja, was haben wir denn hier? Das Stück Gummi da, ne? Da ist ein Stück Gummi. Mal gucken. Ja. Ja, ist Gummi, guck mal. Gummi auf der Straße. Was ist denn noch mehr hier? Na, mal gucken. Da haben wir wieder. Das ist ein Plastikkabel. Für die Umwelt. Hier auch, Kupferkabel. Guck mal, das ist ein Kupferkabel. Oh, die Kupferdiebe, du. Die finden das hier auf der Straße. Das Geld liegt auf der Straße, Leute. Ich kann das nun leider nicht übersetzen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt übersetzt. Ja, und dann haben wir hier noch Plastik. Das ist so ein KG-Rohr, also ein bisschen zersplittert. Genau. So, lass mal liegen, ne? Das ist ja für die Umwelt. Ja, und was haben wir hier denn noch? Ja, noch mehr Kupferkabel. Das ist die Umwelt. Das muss so sein. Na, machen wir weiter. Ah, da ist schon wieder. Da ist schon wieder was. Guck mal, da wollen wir doch mal gucken. Oh, das ist ein blankes Kupferrohr. Das nehme ich aber mit. Das Kupfer. Seht ihr das? Hier. Oh. Mann, da habe ich auch einen Fund gemacht. Dann stecke ich mir das mal beiseite und dann nehme ich mir mit. Hier als Markierung. Da. Dürft ihr nicht klauen. Den hole ich mir näher ab. Ja, da haben wir schon was gefunden. Super. Hier ist ja was los hier. Da liegt noch ein bisschen Kabel. Auch noch mal. Ja, in so einer Windkraftanlage übrigens etwa 10.000 Euro Kupferwerte verbaut, alleine an Kabel. Das haben wir schon öfter mal gelesen, dass das direkt aus den Windkraftanlagen abgeknipst wird von Banditen. Aber hier liegt ja schon das Geld auf der Straße. Praktisch der Weg wird einem geebnet. Das ist der Gummi. Ja. Und praktisch schon wie war das noch hier? Hänsel und Gretel mit ihren Brosamen, die sie ausgelegt haben, damit sie den Rückweg finden. Guck mal, hier ist auch blankes Kupfer. Seht ihr das? Oh, das Kupfer, das sprudelt aus der Erde. Oh. Immer mehr, das ist eine Quelle, das ist eine Kupferquelle. Ich habe eine Kupferquelle gefunden, Leute. Oh. Ja, also hier könnt ihr kommen und holt euch Kupfer ab. Ja. Man muss nur mal die Augen offen halten.
Oh, da ist schon wieder ein Kabel. Da kriege ich schon ein paar Kilo zusammen heute. Hoffentlich finde ich dieses Kupferrohr noch wieder. Dass das einer mitnimmt. Da ist auch noch was. Oh. Guck mal hier, du. Ui, 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 ui. Ist noch brauchbar, ne? Oh, schon immerhin und sowas. Das ist alles Natur hier. Das ist naturbelassen. So ein olles Kabel. Ja. Gut, das reicht erstmal. Bis gleich. Da gucken wir uns an, was sie machen. So, das war letztes Mal alles ausgeschachtet worden und jetzt kommt da Füllboden rein. Das soll erstmal der Stellplatz werden. Da kommt der Kran hin und nicht etwa das Fundament, das kommt noch dahinter. Also jetzt sind wir schlauer geworden. Dann gehen wir mal hier längs. Schöner Himmel, schön blau. So hoch wird das nachher. Ja. Ja, den Bauarbeitern habe ich gesagt, dass so viel Eisen rumliegt auf der Straße. Den haben sie schon gesammelt. Haben sie schon selber abgesammelt zum Teil. Weil sie Angst haben, dass sie Plattfuß kriegen. Ja, hier die Folien aus der Slowakei. Das gehörte alles mal früher zu Österreich-Ungarn, wollen wir so sagen. Jetzt selbstständig geworden seit einiger Zeit. Oh, kann sie wenigstens schon Plastik machen. Ich war mal da, in der Slowakei, habe ich mir mal angeguckt, Pressburg, Bratislava heißt das jetzt. Ja, also der kommt noch dahinter. Bella, da ein Himmel. Gut. So, da hinten baggern noch welche. Das Kastorf da hinten ist eine andere, aber die gehören auch dazu. Hier fahren immer die Laster längs, in der Matsche. Ja, da kommt dann auch noch einer hin. Die Umwelt. Ja, so ein schöner Ruhe. Aber da hinten nur 90 Meter Narbenhöhe. Oh, hier siehst du. So ein einmaliger Blick. So, jetzt fängt das da an. Da die Baumaßnahmen. Siehst du wohl. So, und da wollen wir noch ein bisschen was erzählen aus der Kriminalitätsstatistik. Was haben wir denn ganz oben an? Alice Schwarzer. Ja, müssen wir die Zettel rausholen. Alice Schwarzer. Hier habe ich auf den Zettel geschrieben. Ja, die ist 71 und hat ein Konto in der Schweiz gehabt und nicht angegeben. Und wie hieß der andere noch, der Fußballer da? Bertie Vogt, der hat das auch gemacht, so ähnlich. Und den haben sie aber an Schlawickel und Alice Schwarzer kommt frei. Außerdem hat hier der Jörg Kachelmann, der hat ja noch mit Alice Schwarzer noch eine Rechnung offen. Der hat dann gesagt, das kann er, hat sich ja gewundert, dass sie so viel Geld hat, die Alice Schwarzer. Wo das wohl herkommt. Und er hat dann gemutmaßt über Twitter, dass wohl das Geld von den, als Provision über die Abtreibung, die sie ihm empfohlen hat, geflossen ist. Naja. So, was haben wir denn noch? Zwei Russen sollen eine Solaranlage gestohlen haben in Elmenhorst. Und das ist jetzt zur Gerichtsverhandlung gekommen, aber sie sagen, sie waren das nicht. Und das wurde irgendwie aus dem Jagdhaus gestohlen. Und auch ein Akku war dabei. Und wahrscheinlich sind sie dann in das falsche Jagdhaus eingebrochen, dass es mit einmal so an großen Nagel gehängt wird. Denn eigentlich ist es nur normaler Diebstahl, aber es wird da schwerer gemeinschaftlicher Diebstahl draus gemacht. Und
da ist irgendwas, irgendeinem ganz Besonderen gehört die Jagdhütte. Das kann man schon daraus entnehmen, aus dieser Anklage dann. Gut, dann haben wir noch in Lübeck. Ein Südländer hat jemand anders überfallen und der wird gesucht und der ist 1,90 Meter groß, der Südländer, und hat den anderen da mit einem Messer attackiert und wollte wohl Geld von ihm haben. Naja, und dann ist er, hat aber nicht viel gekriegt und hat den anderen dann noch in den Arm gestochen. Beim Weglaufen hat man festgestellt, dass er humpelt. Also es wird ein Südländer gesucht, der 1,90 Meter groß ist, Alter ist unbekannt, aber er humpelte so ein bisschen. So, und dann haben wir noch einen Unfall auf der A8, das ist ein bisschen weiter weg, Autobahn A8, Belgülzar B, in Klammern 26, eine hübsche, fährt als Geisterfahrerin Andreas I. aus Planegg tot. Ja, die ist auf der falschen Seite gefahren, dann hat sie ihn platt geheizt. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir noch mehr? Auch eben bandenmäßiges hier. Moment mal, erstmal auf dem richtigen, erstmal einen richtigen Überblick kriegen aus der Morgenpost. Was Schönes. Nachrichten. Also ich habe jetzt kein Stativ mit heute. Tut mir leid, das wackelt ein bisschen. Ja, da haben wir riesige Mengen Motoröl verschwinden aus einem Großlager in Hausbruch. Ja, wurden mit Lastern weggekarrt und so weiter und so fort. Was haben wir da? 235.400 Liter. So, das ist André K. war dabei. Wir haben all die Namen so ziemlich. 6 Leute waren das, aber einer fehlt hier. Ne? André K., Zihan K., also immer mit K., meistens mit K. Dann Alpaslan K., Aydin K., also Zihan, Alpaslan und Aydin K., auch André K. Dann kommt noch Marc G., der wohl für den Verkauf zuständig war. Ja, der kommt dazu aus der Morgenpost. Und die haben sie an Schlawickel mit einem Millionen-Coup. Ja, das ist gelebte Integration, denke ich mal, dass sie jetzt alle zusammenarbeiten, die Einheimischen mit den Zugewanderten. Und das scheint ja erstmal eine Zeit lang erfolgreich gewesen zu sein, aber dann ist es dann doch aufgeflogen. Ich meine, so eine Menge, die fällt mal auf. Ne? Gut, wir gucken uns noch mal einmal um. Ich habe leider nichts abgekriegt von dem schönen Öl. Für meinen Trecker übrigens hätte ich ein bisschen was gebraucht. Ja, das machen wir nicht. Sind Berichterstatter, hier Reporter, eine Windkraftanlagen und ab und zu mal ein paar Schmankerl aus der ganzen Kriminalitätsszene. Die ist ja auch sehr durchmischt jetzt schon. So, dann wollen wir mal gucken. Noch einmal da einen Blick hin. Boah, ist wohl ähnlich wie hier. Ja. Da sind sie auch da. Gut, das wär's denn. Dann hole ich mir das Kupferrohr ab noch, was ich da auf dem Weg gefunden habe. Noch mal was Schönes für die Kupferdiebe. Jetzt sind wir auf der Suche nach dem Rohr. Rückweg antreten. Ah, ist ja wieder Kupfer. Halt! Was lugt denn hier hinaus? Ah, ein bisschen Gummi. Naja. Und da haben wir auch mein Kupferrohr. Hier ist es, das ich mir da hingesteckt habe. Zur Abholung. Das könnt ihr mich anzeigen wegen Kupferdiebstahl. Das nehme ich mit. Ja. Wird ja neuerdings aus einer Maus ein Elefant gemacht. Gut, da gibt es einen Schaumprinzessel. Naja, kennen wir alles. Oh, der Rückmarsch, Straße der Freiheit.